Guten Morgen. Es ist 5:30 ist es? Ja, kurz vor 5:30. Und wir fahren heute nach Leipzig. Ja, jetzt kommt erstmal so eine Ansage hier. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir fahren heute nach Leipzig am 27. Dezember. Jetzt hier um 5:30 ab Darmstadt. Und ja, unsere Hauptziele sind die DR-Dosis auf der S9 sowie ein PBZ, der heute voraussichtlich mit 115-509 kommt. Und ja, was wir da heute alles machen werden, das seht ihr jetzt gleich im Folgenden. Und unser erster Schritt ist jetzt die RB68 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Das frühe Aufstehen hat sich ausgezahlt. Es ist 9.10 Uhr und wir sind jetzt bereits in Leipzig. Ja, schon am frühen Morgen. Und als nächstes fahren wir dann nach Eilenburg, um dort die S9 aufzunehmen, die heute hoffentlich mit DR-Dosis-Garnituren unterwegs ist. Die ist nämlich nicht immer damit unterwegs. Das sind nur Ersatzgarnituren, weil aktuell die 442er etwas knapp sind. Man weiß aber nie so genau, was da drauf ist. Und ja, das heißt, wir fahren als nächstes nach Eilenburg. Davor schauen wir uns aber noch kurz hier im Hauptbahnhof um und fotografieren zum Beispiel den ein oder anderen RE6. Und ja, was wir sonst noch hier so haben. Und in circa einer halben Stunde, glaube ich, geht es dann weiter nach Eilenburg. Kurz hinter der Streckenvereinigung aus Halle und Leipzig. Das heißt, wir fahren die S4 mit 442, die S9 mit 442 und oder die RDOSTO und der RE10. Und wenn wir Glück haben, ein bisschen Güterverkehr, wobei das kurz nach dem Weihnachtsfeiertag wirklich eher unwahrscheinlich erscheint. Und ja, jetzt nehmen wir hier gleich eine S9-Garnitur in beide Richtungen auf. Da wissen wir leider nicht, was drauf ist. Wir hoffen aufs Beste. Die zweite Garnitur ist aktuell noch abgestellt, weil gerade hier nur 2-Stunden-Takt ist. Die steht in Eilenburg im Bahnhof. Die fährt mit 143 und die RDOSTO, die haben wir schon gesehen. Und ob es auf der anderen Garnitur drauf ist, das werden wir jetzt gleich sehen. Und ja, wir drücken einfach mal die Daumen, dass das was Tolles wird. Wieder zurück am Bahnhof. Ja, leider Planänderung. Die erste Garnitur fuhr leider mit diesem 442. Die zweite steht, wie gesagt, da hinten abgestellt. Die würde auch in einer
knappen Stunde dann bereitgestellt werden. Der Punkt ist nur, wir wollten ja den PBZ mit der voraussichtlichen 115-509 aufnehmen. So, an der aktuellen Sichtung hängt die jetzt wohl auch dran. Der Zug fährt aber irgendwie heute ohne Wagen als Leerzug, also nur die Lok, und ist ganz schön vorm Fahrplan. Und deshalb müssen wir jetzt schnell schon eine Stunde früher zu unserer nächsten Fotostelle weiterfahren. Die ist dann in Schortau oder Rackwitz, bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es war Schortau, auf jeden Fall an der S2. Und wir fahren jetzt hier mit dieser S9 bis Delitzsch-Oberer Bahnhof, laufen dann schnell zum unteren Bahnhof und fahren dann mit der S2 dorthin weiter. Und ja, jetzt mussten wir halt hier übereilt aus Eilenburg weg. Und ja, aber hier mit 115-509 am PBZ. Es wird auch voraussichtlich einer ihrer letzten Fahrten sein, weil jetzt so Anfang des Jahres wird die Bahn ja nach und nach ihre 115er aus dem Betrieb nehmen. Und ja, so ein Streckenbild von der Rennauto 115 ist dann natürlich doch nochmal toller als, ja, die DDR-Dossus, die zwar auch toll sind, aber ja, eben die 115 ist ein Tick toller. Und deshalb fahren wir jetzt schnell nach Delitzsch rüber und hoffen, dass es zeitlich überhaupt noch reicht. Genau, das machen wir jetzt. Nach nur einer halben Stunde wieder zurück am Bahnhof. Wir sind zur Stelle gegangen. Der dritte Zug, der kam, war dann tatsächlich schon 115-509 als Einzellok hier Richtung Leipzig. Ja, es ist 12.53 Uhr und wir sind 2 Stunden vor unserem eigentlichen Tourenplan. Und deshalb fahren wir heute doch noch an den Güterring nach Leipzig. Da wollten wir ursprünglich hin, haben das dann aus dem Plan geworfen, wegen 115-509, weil die uns wichtiger schien. Ja, und jetzt haben wir doch noch an den Güterring in der Hoffnung, dass ein bisschen was fährt. Und dann erst wieder an den Hauptbahnhof zu 115. Und jetzt haben wir da S2 Richtung Leipzig. So, gesagt, getan. Wir sind am Güterring. Hier nehmen wir jetzt am Abend, es ist aktuell kurz vor 2:30, also was heißt Abend, ist halt Winter, noch ein paar Güterzüge auf, hoffen, dass wir ein paar tolle Sachen hier kriegen im Osten. Da fährt ja doch einiges anderes als bei uns im Rhein-Main-Gebiet und ja, danach geht's dann rechtzeitig vor der Wiederabfahrt des PBZs. Ihr habt ja eben gesehen, 115-509 stand am Hauptbahnhof abgestellt zur Pause. Bevor der PBZ dann wieder abfährt rechtzeitig, geht's dann zurück zum Hauptbahnhof, um den dort dann noch beim Bereitstellen und Ausfahren aufzunehmen. Am Leipziger Hauptbahnhof.
steht 115 509 schon bereit für die Fahrt zurück, beziehungsweise weiter nach Frankfurt. Und die werden wir jetzt ausführlich bei der Bereitstellung des PBZs aufnehmen werden. So, wir sind jetzt im Leipziger Tiefbahnhof wieder. Ja, der 115-509 stand dann nach wie vor abgestellt, ist dann rausgefahren. Gleichzeitig stand da mit der Citywagen schon der Rangierlok dran. Wir dachten, gut, jetzt geht's los, Bereitstellung, Abfahrt und so weiter, wie das am PBZ eben so abläuft. Aber irgendwie ist dann einfach nichts mehr passiert. Wir haben zwischendurch noch einen RE6 aufgenommen. Und ja, aber vom PBZ keine Spur mehr. Planabfahrt des PBZs war eigentlich 16.43 Uhr. Es ist jetzt 17.55 Uhr und wir müssen jetzt mal nach Halle fahren, denn eigentlich stand auf unserem Plan, dass wir nachmittags noch nach Halle fahren für Langzeitbelichtungen, dann ab Halle mit dem ICE nach Hause. Das heißt, ab Halle ist unser ICE gebucht und deshalb müssen wir jetzt auch, wenn die Zeit für die Langzeitbelichtungen eh nicht mehr reicht, trotzdem noch nach Halle fahren, um dort in unseren ICE zu steigen. Und ja, deshalb geht es jetzt mit der S3 oder 5, je nachdem, was jetzt zuerst kommt, rüber nach Halle. Und ja, da haben wir dann aber nicht mehr viel Zeit bis zum ICE, also da werden wir wahrscheinlich gar nichts oder vielleicht höchstens, wenn mal eine besondere Sache drinsteht, die aufnehmen und dann geht's nach Hause mit Umstieg in Erfurt. Ja, das mit dem PBZ hat leider hier jetzt nicht geklappt. Irgendwie ist der, wie gesagt, nicht gefahren oder die Lok ist irgendwie LZ schon losgefahren, also so wie heute Morgen auch, wo die auch einzeln gefahren ist, Stunden vor Plan. Wer weiß, vielleicht ist das hier ja auch so passiert. Auf jeden Fall, wir fahren nach Frankfurt und sind in Frankfurt eine Stunde vor der planmäßigen Ankunft dieses PBZs, denn der PBZ fährt nach Frankfurt, braucht aber deutlich länger als der Fernverkehr. Deshalb sind wir, solange sich alles an den Fahrplan hält, vor dem PBZ wieder in Frankfurt und ja, haben die Hoffnung, dass es dort nochmal was wird. Jetzt auf jeden Fall mit der S-Bahn nach Halle.